Hallo Leute und willkommen zurück. Ich möchte euch in der Folge ein neues Spiel vorstellen, mehr oder weniger neu. Das nennt sich The Untitled Game oder kurz auch TUG. Das wurde am 28. März diesen Jahres wurde das auf Steam released und ist so eine Art Survival Sandbox Adventure Game. Das kann man durchaus mit Minecraft vergleichen, zumindest was das Bauen angeht. Und ich will euch mal heute zeigen, ungefähr wie das so in dem Spiel läuft. Und daher werde ich es wahrscheinlich auch erstmal nur bei einer Folge belassen. Es sei denn, ihr sagt, es gefällt euch, ihr möchtet mehr davon sehen, dann mache ich natürlich mehr davon. So. Ich muss vorneweg sagen, also das Spiel ist noch sehr hart in der Entwicklung. Also ihr werdet hier so einiges sehen, was nicht so wirklich fertiggestellt ist. Und teilweise wird es auch sehr laggen. Gleich vorneweg, dieses Spiel funktioniert nur mit DirectX 11, weil ich habe auch im Forum auf Steam gesehen, viele gucken da nicht drauf, obwohl es groß und fett auf Steam steht und wundern sich deshalb, warum es plötzlich nicht mehr geht. Daher bitte gucken, dass eure Grafikkarten auch DirectX 11 unterstützen, sonst wird das nichts. So, wir fangen quasi an mit nichts. Ich kann mit E mein Backpack aufrufen. Das kann man natürlich auch später mit erweitern. Wir müssen uns jetzt. Oh, hallo Ziege. Wir müssen uns jetzt Material beschaffen. Das tun wir, indem wir einfach mal hier die Pflanzen angrabben. Dann kriegen wir verschiedene Mats raus, zum Beispiel Lianen. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Und was wir noch brauchen, sind solche kleinen Steinchen, die hier bei rumliegen. Kommt natürlich noch mehr dazu, aber das ist jetzt ungefähr das Wichtigste, was ihr am Anfang braucht. Und damit könnt ihr dann andere Materialien abarbeiten. So, wie ihr seht, kriegt ihr dann verschiedene Sachen bei raus. Am Anfang braucht ihr jetzt aber nur das. Das ist ganz wichtig. Das eventuell noch. So, und das könnt ihr später zum Bauen verwenden oder halt zum Waffen erstellen. Ich suche allerdings nach was Speziellerem. Bezüglich Waffe. Okay, das nehme ich doch mit. Das Problem ist leider momentan, diese kleinen Steinchen, das seht ihr hier unten, die stacken zurzeit leider nicht. Ich hoffe, das wird noch geändert. Von daher müsst ihr mal gucken, wie viel ihr im Rucksack habt. Da kann es ganz schnell passieren, dass ihr nichts mehr tragen könnt. Finde ich persönlich ein bisschen nervig, aber wenn man darauf achtet, ist das kein Problem. So, ich bin jetzt natürlich nicht im besten Biom gelandet. Dazu brauche ich ein kleines Bäumchen oder einen Strauch oder irgendwas. Ja, ihr werdet sicherlich sehen, es laggt auch noch ein bisschen. Also die Performance ist momentan auch noch nicht so optimal. Aber ich finde das momentan halb so wild. Ach, verdammte Ziege, ey. Jedes Mal schrecke ich mich. Die kann man übrigens auch jagen, aber ich habe bis jetzt noch keinen Sinn darin entdeckt. Nein, ich will nichts abarbeiten. Gib mir den Stock. So, das Crafting ist natürlich ganz interessant hier. Man hat kein Crafting Tables, sondern man wirft die Sachen einfach alle auf einen Haufen. So, Liane. Und drückt dann einfach G zum Craften. Man hat auch keine vorgegebenen Rezepte oder sowas, sondern man muss wirklich alles selbst herausfinden. So, ich mache noch ein Stöckchen. Kleines, ja, Ziegelauf. Weiß ich nicht. So, machen wir uns noch einen Hammer. Geh. Ich crafte das jetzt nicht irgendwelchen Mist, weil manchmal, wenn irgendwelche Sachen daneben liegen, mit denen man craften kann, dann kann es auch passieren, dass es die Materialien nimmt. Da sollte man auch ein bisschen drauf achten. So, wir haben Hammer, wir haben Axt. Jetzt sollte ich mich vielleicht um was zu essen kümmern. Ist im Moment noch nicht so schlimm, dass man da jetzt drauf wirklich achten muss, dass man nicht verhungert, aber man sollte schon ein bisschen was in Reserve haben. So, die kann ich auch noch gebrauchen.
Okay. Was seit dem letzten Patch der Fall ist, wenn ihr irgendwas esst, dann kriegt ihr auch Seeds raus. Die könnt ihr natürlich dann anpflanzen. Ich muss mir gerade überlegen, wie man die Hake herstellen könnte. Ich glaube, da brauchte ich einen von diesen großen Steinen. Was war das? Ja, und seit dem letzten Patch gibt es jetzt übrigens auch einen Mob, der euch tatsächlich frisst. Vorher hatte man ja gar keine Feinde, es sei denn, man hat wirklich Multiplayer gespielt. Da konnte man sich halt gegenseitig töten, aber sonst gab es da keine Probleme, außer halt das Verhauen. Ach, Zieglein. Ist einer von denen? Ja. Halt, weg. Das. Das. Okay, das war's nicht. Probieren wir mal das. Wollen nicht zu weit weg. Bleib! Bleib! Okay, das hat natürlich nicht geklappt, weil der Stein jetzt weggerollt ist. Komm her. Mäh. Ja, du mich auch. Mäh. Bleib ja liegen. Bingo, genau. So, das packen wir mal weg. Das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt suche ich mir mal eine Stelle, wo ich baue. Jetzt hier bleibe ich definitiv nicht. Auch wenn es ganz nett aussieht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das sehr an die an den Stil von dem N64. Einige von euch haben das bestimmt früher mal gespielt. Das war auch so der Grund, warum ich es mir direkt geholt habe. Als ich davon erfahren habe, das hat mich sehr angesprochen direkt. Noch ein Zieglein. Oh oh, oh oh, oh oh. Da kommt doch was, was uns töten will. Ich hab's genau gehört. Ich verschwinde mal. Das zeige ich euch später. Ich muss mir erstmal eine gescheite Waffe herstellen. Mäh, mäh. Ja, du mich auch, mäh. Ist du noch hinter uns? Hammer. Zwei. Dann die alle weggenascht oder was ist hier los? Hm, bin ich dabei. Ich könnte mir jetzt zwar einen Speer herstellen, aber das ist nicht so meins. Verdammt, warum kriege ich den nicht raus? Ich denke mal, da kommt einer von diesen Säbelzahntigern auf mich zugerannt, aber es sind immer die Ziegen. So, jetzt haben wir den Stein, den ich brauche. Jetzt brauche ich... Nein, ich habe keinen mehr, ich brauche einen von den Zweigen. Da ist er. Okay, Leon brauche ich auch noch. So, bitte nicht dran sneaken, das wäre jetzt nicht nett. So, da habe ich zumindest schon meine Waffe. Mäh. Was? Mäh? Wo? Ich finde die Ziegen schon fast erschreckender als die komischen Säbelzahntiger selbst. Die stehen meistens so dann plötzlich mit der Leuchte da oben hinter einem. Mäh. Man merkt das nicht, dass die sich ranschleichen. Oder sie kommen irgendwo aus dem Gebüsch rausgeschossen. Schon wieder eine Ziege. Zwei Ziegen, verdammt. Essen. Ja.
Also wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Biome. Die nehmen sich von den Ressourcen her nicht sehr viel. Was ihr jetzt hier aus Zoom gehört habt, eventuell, hoffe ich, das sind die Alchemie-Tische, die seit dem letzten Patch mit drin sind. Ich habe mich allerdings noch nicht groß mit Alchemie befasst. Ich weiß also demnach noch nicht, was man da alles herstellen kann. Da habe ich auch noch nicht groß rumprobiert. Das werde ich mal in Ruhe tun. Das ziehe ich natürlich fest. Beziehungsweise mich mal kundig machen, was das überhaupt bringt. Hier muss man immer aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Löcher fällt, die sieht man meistens nicht. Was ich auch sehr nett finde, wenn es dunkel wird, leuchtet so ziemlich alles, also komplett im Dunkeln muss man nicht unbedingt stehen. Oh Gott, geht's wieder abwärts. Schaffe ich das darüber? Oh Gott, es wird immer dunkler. Herab! Oh, gerade so. Ich hab bestimmt gleich von hinten wieder angefallen. Ich werde natürlich auch versuchen, euch mal mehrere Biome zu zeigen, wie das alles aussieht. Mal schauen, was wir alles finden. Die Maps sind übrigens auch zufällig generiert, von daher kann ich jetzt nicht sagen, wo wir jetzt genau hingehen. Das finde ich auch sehr nett, die kleinen Geistiere hier. Ob die eine Verwendung haben, weiß ich noch nicht. Falls sie es jetzt noch nicht haben, bestimmt irgendwann mal. Nee. Ich nehme mich natürlich auch mit. Oh Gott, Ziege! Oh, das ist so furchtbar, wenn man im Dunkeln läuft und plötzlich nur noch diese leuchtenden Augen sieht. Da weiß man in dem Moment erstmal nicht, ist das nun einer von diesen komischen Löwen oder ist das, oder von den Säbelzahntigern oder ist das eine Ziege? Ich erschrecke mich so ziemlich jedes Mal. Da ist noch einer von den Tischen. Es gibt auch irgendwie zwei verschiedene, vielleicht sogar mehr. Ob das einen Unterschied macht, weiß ich allerdings nicht. Ich vermute mal, das liegt eher am Biom, je nachdem, was das für eins ist. Oh Gott, das wird immer dunkler. Hallo Ziege. Mäh. Autsch, das war nicht gut. Ja, und es gibt ja auch teilweise Tunnel, da muss man auch ein bisschen aufpassen, da sind auch gern mal die Säbelzahntiger drin. Geht's nicht weiter. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht im Kreis gelaufen. Na, hier haben wir ein anderes Bier, mal gucken, ob ich hier rauskomme. Lasst mich raus! Oh Gott, ich sehe es schon, ich renne zum Löwen rein. Oder Tiger, was auch immer. Okay, damit kann ich es nicht erfahren. Ach, ich habe es zurückgeschafft, okay. Die Pilze leuchten ja natürlich auch. Allerdings solltet ihr beim Verzehr ziemlich aufpassen. Meistens schädigen die euch. Okay, dann kann ich es nicht abbauen. Hat mir das jetzt was gebracht? Irgendwie? Eine große Blätter, okay. Das ist natürlich auch nice. Man könnte sich rein theoretisch auch hier direkt in so einem Baumstumpf da platzieren, beziehungsweise einnisten. Oder man kann sich direkt mit Materialien ein Haus bauen oder eine Höhle graben oder irgendwas. Also man hat da ziemlich viele Möglichkeiten. Ja, und hier sieht man es schön, wenn es dunkel ist. Es leuchtet alles. Also man muss nicht komplett im Dunkeln rumrennen. Allerdings diese Punkte und dieses ganze Leuchten macht es allerdings auch ein bisschen schwieriger, Feinde zu erkennen. Weil die haben generell, oder andere Lebewesen haben generell leuchtende Augen. So, haben wir noch mehr Biome. Geht's auch schon zum nächsten.
Ah Gott, ist ja noch schlimmer. Es wird immer dunkler. Also dieses Biom war für mich definitiv bis jetzt... Oh Gott, ja genau, das meinte ich, man fällt ja schnell ein Loch, war für mich definitiv bis jetzt immer das Beste. Weil man hier eigentlich recht gut anbauen kann, beziehungsweise auch sehr viel Essen findet. Die braucht man übrigens nicht abbauen, oder beziehungsweise die Kürbisse essen. Die Kürbisse, die wachsen irgendwann nach. Oder generell, das Essen wächst irgendwann nach. Zum Beispiel, was dir ins nächste Loch gefallen? Ist ja schlimmer als Starforge. Wenn man solche Lampen craften könnte, das wäre sehr nett. Beziehungsweise solche Pflanzen nochmal nachziehen, allerdings scheint es momentan nicht zu gehen. Mäh. Ja, mäh, du mich auch. Wo ist sie? Ziege, wo bist du? Bist du schon abgehauen? Essen, Essen, Essen. Essen wir das, dass wir einen Platz frei kriegen. Ist das hier geraschelt? Nee. Gerade in diesem Spiel wird man so paranoid. So, hier waren wir schon. Ich werde versuchen, jetzt einen von diesen Tigern zu finden oder Löwen oder was immer die sein sollen. Ich glaube, Säbelzahntiger sollen das sein. Wenn wir ihn nicht finden, dann findet er uns. Das ist so ganz ohne Waffen. Sollte man das nicht tun. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die nur nachts auftauchen oder ob man denen auch tagsüber begegnet. Ich habe sie bis jetzt eigentlich nur während der Dämmerung oder nachts gesehen. Die scheinen auch nicht so häufig vorzukommen. Autsch. Boah, ich hatte bis jetzt einfach nur Glück gehabt. Na komm, mein kleines Tigerlein, wo bist du? Hat irgendwo eins rumgeistern. Kommt, hier gibt's lecker Schinken. Ah, da ist einer. Sehr schön. Hat uns noch nicht gesehen. Wo ist? Komm, Blenimus. Ah, das Kätzchen. Okay, das war jetzt ein bisschen zu einfach. Wirkliche Verwendung scheint das noch nicht zu haben. Ich kann jetzt mal probieren, ob ich mit der Axt das rauskriege. Nee, scheinbar nicht. Was? Ist hier doch noch einer? Oh Gott, wie viele gibt's hier? Bravo, Muschi. Okay. Du auch noch? Okay, das war jetzt doch ein bisschen zu einfach. Das ist natürlich interessant. Hallo Ziege, ich hab dir das Leben gerettet, das weißt du gar nicht. Wie gesagt, ich habe die bis jetzt kaum gesehen und jetzt gleich drei auf einmal. Das war doch schon wenig überraschend. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Steinchen. Also ich werde euch jetzt mal nur ein paar Sachen zeigen, die man craften kann. Ich will jetzt nicht alles spoilern. Jetzt erstmal nur das Wesentliche. Viele arbeiten gerne auch mit dem Speer. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Dazu braucht ihr die Steine. Und einen langen Stab und natürlich zum Befestigen... Oh Gott, das war schon wieder die Ziege. Wieder diese Lianen. Und dann drückt ihr wieder G. Zack. Den Speer. Man kann die auch werfen. Irgendwie. Bis
jetzt noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe bis jetzt immer die Machete genommen. Das war für mich das liebste Item. Da müsste ich mich nochmal schlau machen. Das kann ich euch dann eventuell in der nächsten Folge zeigen, falls ihr noch mal sehen möchtet. So, und dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie ihr was anbaut. Das ist im Prinzip eigentlich total einfach. Wenn ihr die Haare habt, mal hier drauf packen. So. Was haben wir denn da? Nehmen wir mal die hier. Noch irgendwas? Nee. So, und dann macht ihr Linksklick. Beziehungsweise wählt ihr die Samen aus und macht Linksklick drauf. Was meistens nicht geht, wie ihr seht, dass man die unmittelbar neben Mutter pflanzt. Also, wenn dann zum Beispiel solche Items hier in der Nähe sind, dann könnt ihr nicht richtig wachsen, die brauchen Platz. Okay, hier geht's auch nicht. Ich weiß nicht, ob das auch von der Größe der Pflanzen abhängt, aber ich denke schon. Ja, hier geht's wieder. Da seht ihr das dann so ganz langsam wachsen. Könnten wir noch Kürbis nehmen. Ja, nehmen wir noch den Kürbis. Gucken, ob das passt oder ob das zu nah dran ist. Ah, ist zu nah dran. Ja, das nervt mich so ein klein wenig. Aber ich denke, das wird bestimmt auch noch geändert. Gucken, ob man das auf Sand pflanzen kann. Okay, sieht nicht so aus. Wieso? Zwingen die im Baum, oder wie? Das wollte ich natürlich nicht. Weil mit Rechtsklick legt ihr die ab. Jetzt ist es funktioniert. Also die Pflanzen scheinen es egal zu sein, wenn ihr was anpflanzt. Die sehen scheinbar am Anfang alle gleich aus. Macht es natürlich ein bisschen schwieriger, die zu identifizieren, was das mal werden soll. Aber im Prinzip ist es egal. Es macht jetzt keinen großen Unterschied, was ihr esst. Ihr kriegt, glaube ich, von allem gleich viel Life und Energie raus. Gut, das soll es dazu erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, dann hinterlasst mir einen Kommentar auf YouTube oder Twitter oder irgendwo anders, wo ihr mich erreicht. Euch erreicht man eigentlich überall. Und von daher sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. See ya!